Dann ganz aktuell, ganz offiziell. Herzlich willkommen, Danny von Renegade zu dem AMA hier in der Gruppe. Super, dass das zeitlich klappt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, damit vielleicht, dass du ein bisschen was zu dir erzählst. Wer bist du? Was ist so dein Hintergrund? Genau. Erzähl einfach mal. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann, denn das ist zeitlich klappt. Ich komme gerade von der Winterparty vom House of Blockchain. War ein cooler Networking-Event. Haben ein paar Freunde auch getroffen. Waren auch zwei Founders Edition Cardholder da. War ganz cool, ja, die sind extra hierher gefahren nach Liechtenstein. Und ja, ich bin der Daniel, halber Schweizer, halber Österreicher. Und bin jetzt schon seit 6 Jahren mit der Idee bei Renegade, sozusagen mit der Idee von Renegade beschäftigt. Seit einem Jahr Vollzeit dabei. Da haben wir dann beschlossen, jetzt müssen wir es umsetzen. Und haben dann unser kleines Team ziemlich schnell zusammen gehabt mit Elliot und Kaffee. Die sind ja auch vom ersten Tag an dabei. Sozusagen meine Co-Founder. Und jetzt sind wir sehr weit. Wir sind kurz vorm App-Launch. Hatten gerade heute wieder mit den Developern einen Call. Ich habe Ihnen einen kurzen Screenshot in unsere Gruppe geschickt. Und wir sind extrem begeistert von der Arbeit, was die gerade abliefern. Diese App wird sensationell. Und ja, so viel erstmal zum Status quo. Viele vielleicht kennen das Projekt schon. Wir haben jetzt einen super Start hingelegt. In relativ kurzer Zeit haben wir sehr viele Leute in den Telegram-Channel bekommen. Wir haben extrem guten Zuspruch bekommen von den Leuten. Jeder findet das Projekt gut. Die hypen das so. Ich glaube auch, unsere Herangehensweise kommt sehr gut an, dass wir da sehr eigentlich sehr transparent sind, dass wir da sehr viel Infos herausgeben. Über die Maßen viele Infos, muss ich fast schon sagen. Willi, also MoneyFox, kennen die meisten wahrscheinlich unter MoneyFox. Er war heute beim Bankencall, beim Call mit unserer Partnerbank live dabei. Konnte sich das alles auch anhören, was wir da so machen, weil immer so mal wieder im Raum gestanden ist, habt ihr eine Lizenz, stimmt das auch alles? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ihr da eine Visa-Karten ausgeben dürft und so. Ja, es ist tatsächlich so. Und ja, wir sind auf das, was wir jetzt in einem Jahr schon geschafft haben, wirklich wahnsinnig stolz. Und jetzt hat sich das Team in den letzten Wochen auch noch mal ein bisschen erweitert. Und ja, also ich glaube, es läuft alles wie am Schnürchen, bis auf momentan unser kleines Website-Problem. Vielleicht kann ich da auch kurz drauf eingehen, falls jetzt sich die Leute fragen. Ich habe es in unserem Channel schon gesagt. Wir haben ganz bewusst Liechtenstein als Headquarter gewählt, weil es ist ein sehr stark regulierter Markt. Die FMA schaut über alle Unternehmen quasi per se schon mal drüber, die mit irgendwas mit Finanzmarkt zu tun haben, also auch Finanzmarktaufsicht. Auch über uns sind die dann, schauen die drüber und haben jetzt halt sich die Webseite nochmal angeschaut und haben gesagt, naja, wenn man sich die Webseite durchliest, könnte man ja vermuten, ja, wenn man gar keine Ahnung noch von dem Projekt hat und nur die Webseite kennt, dann könnte man ja vermuten, ihr habt eine eigene Banklizenz. Jeder in der Community weiß, dass wir das kein einziges Mal behauptet haben, dass wir da ganz transparent sind. Das weiß auch die FMA natürlich. Ja, die sagen nicht, wir glauben, ihr tut so, als ob ihr eine eigene Banklizenz habt. Die wissen natürlich und die haben aber nur gesagt, naja, das ist eine Wortklauberei eigentlich. Ja, das ist jetzt halt so. Und wir haben dann eine Frist bekommen von denen, das zu ändern. Wir haben es dann geändert und das hat ihnen leider immer noch nicht ganz gepasst. Und die haben gesagt, na bitte, nimmst du jetzt mal die Webseite kurz offline, bis wir das final geklärt haben. Und diesem Wunsch von der FMA sind wir natürlich nachgekommen und klären das jetzt. Ja, das ist so der Hintergrund dahinter. Wir persönlich sehen es eigentlich als was Positives. Mag vielleicht den einen verwundern, ja, wenn die FMA sagt, bitte nimmst die Webseite online, scheint es ja im ersten Moment etwas Schlechtes zu sein. Ist es für uns nicht, weil es eben zeigt, wir unterwerfen uns Regulierungen, ja, ganz bewusst. Wir erfüllen Regeln, wir halten uns an Gesetze. Wir haben uns ganz bewusst nicht für eine Jurisdiktion wie Litauen, Malta, Zypern oder Dubai oder sonst was entschieden, ja, da hätte uns niemand über die Webseite geschaut, ja, da können wir auf die Webseite schreiben, was wir wollen, wahrscheinlich. Und es wird höchstwahrscheinlich jetzt mal sich niemand anschauen. Das ist halt dann die Kehrseite der Medaille. Also, die Community versteht es auch bisher.
Und ich glaube, die Leute finden das gut, dass wir das ganz ehrlich und transparent kommuniziert haben, weil wir haben das natürlich im Team durchbesprochen. Sollen wir einfach sagen, die Webseite ist im Wartungsmodus, wir tun Bugs beheben, oder sollen wir einfach ganz ehrlich sagen, was ist? Und wir haben uns natürlich für den ehrlichen Weg entschieden, weil wir ja für Transparenz stehen und sagen, wir nehmen die Community auf diese Reise mit. So eine Reise, eine Neobank zu gründen, besteht nun auch mal aus Steinen, die im Weg liegen, die einem vielleicht auch in den Weg gelegt werden. Aber das ist ein Problem, für das wir natürlich eine Lösung haben. Das ist ein kleines Hindernis, das wir jetzt auch nehmen. Und das gehört dazu. Bis jetzt hat alles einfach wirklich wie am Schnürchen geklappt. Und das ist das erste Mal, dass wir sagen, oh, das ist mal so ein Hindernis. Und es ist auch eine Kleinigkeit, das ist eine winzige Hürde. Wir müssen nur die Formulierung auf der Webseite anpassen und alles ist gut. Ich kann schon sagen, absolute Deadline ist am 19.12. Spätestens dann geht die Webseite wieder online. Wir werden natürlich mit dem Anwalt, das ist in 5 Tagen, wir werden natürlich mit dem Anwalt schauen, dass es früher funktioniert. Wir sind da in enger Abstimmung mit der FMA, bis wir die Formulierung so gefunden haben, dass sie sagen, damit können wir leben. Und dann ist es wieder in Ordnung und dann geht die Webseite online. Die Founders Edition myrenegade.net ist ja trotzdem online. Das kann jeder die Public Sale Plattform erreichen. Und das ist, was bei uns so momentan los ist. Vielleicht für ein paar spannend zu wissen. Und jetzt ist dann gleich meine Frage: Soll ich mal zum Projekt was erzählen oder ist deine Community da schon ganz gut informiert und haben die schon die ersten Fragen oder soll ich noch mal ganz grob umreißen, um was es geht? Also du hast jetzt schon viele von den Fragen, die ich hatte, tatsächlich schon mal mit abgeräumt. Das ist super. Vielleicht würde ich nur mal bitten, genau einmal zu versuchen, so Renegade in 3 Sätzen oder sagen wir mal, wenn du im Aufzug Okay. vom 1. bis zum 5. Stock fährst und das erklären musst, was ist so cool daran? Jeder, der schon mal mit mir war, weiß, dass ich sehr gerne viel rede und in meinem Redefluss bin. Ich probiere es. Wir bei Renegade verstehen uns als Neobank, die aber auch Kryptos beherrscht. Das ist sozusagen, du kannst dir das vorstellen wie N26 und Crypto.com in einer App. Wir sehen uns genau in der Mitte. Wir sind weder traditionelles Banking, also nur traditionelles Banking, sondern auch Krypto-Banking. Wir können Kryptos beherrschen, Kryptos. Wir können das nahtlos in unser Banking-System integrieren. Und das ist im ganz Großen eigentlich Renegade. Das ist ein vollwertiges Bankkonto mit vollwertiger Krypto-Integration, das eigentlich so, wie wir das machen, kein Mitbewerber momentan auf dem Markt bietet. Ich muss mich einmal ganz kurz ein bisschen bewegen, weil unsere Lichter hat einen Bewegungssensor. Ja, reicht nicht aus, aber ich hoffe, ich bin hell genug. Ja, alles gut, alles gut. Mit dem weißen Shirt bist du auf jeden Fall strahlend genug. Genau. Ich hatte in einem der Videos, glaube ich, heute einen Kommentar noch bekommen. Ah, das gibt's ja alles schon. Den Kommentar hast du wahrscheinlich auch schon 100 Mal gehört. Und da wurde als Beispiel Naga Pay genannt, was ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Ich weiß nicht, sagt dir das irgendwas? Ich habe es schon mal gehört, ich habe es mir nicht genau angeschaut. Müsste ich jetzt mir genau anschauen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, gibt's, also machen die das, was wir machen oder nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil das wäre dann irgendwie nicht an mir vorbeigegangen. Ich kann es mal ganz kurz googeln, ob ich dir dann gleich dazu was sagen kann. Weil das würde bedeuten, Ja, also ich kann so auch, ja, ich kenne, 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 kenne. Ja. Ja, ich lese es gerade. Ich kann es jetzt ad hoc trotzdem nicht genau sagen. kein Problem. Ja, es könnte natürlich sein, dass es an uns vorbeigegangen ist. Es würde mich ganz krass wundern. Das höre ich jetzt auch das erste Mal, dass die das so machen. War das nicht kurz schon? Kann ich gleich sagen, wo die ihre. Wo die. Ja, gut. Ja, kann ich gleich sagen, die haben eine Bank in Litauen. Okay. Die ist schon mal prinzipiell für mich nicht so ein tolles Zeichen. Da sind wir wieder bei dem Grund, warum Litauen, wenig Regulierung, würde für uns das Leben auch einfacher machen. Ja, wir haben eine schwedische Bank,
da hast du andere Regulierungen, da schaut die Welt nochmal ganz anders aus, strengere Regulierungen. Genau. Ich kann jetzt für Nagapay, kann ich jetzt keine qualifizierte Aussage treffen. Mag sein, dass sie sowas machen. Was wir auch noch haben, und das machen sie ganz bestimmt nicht, unser Bankkonto ist mit der Ethereum-Blockchain verbunden. Das funktioniert über unseren eigenen Token. Das heißt, es kann, ein Krypto-Projekt könnte Renegade, nennen wir Renegade Pay, kann Renegade Pay bei sich integrieren und kann dann Fiat-Zahlungen zum Beispiel auch entgegennehmen. Die Idee dahinter ist, dass wir haben das jetzt bei uns selbst im Projekt gemerkt, ungefähr ein Drittel aller Zahlungen sind Fiat-Zahlungen. Ja, die Leute zahlen einfach noch gerne in Fiat. Das ist für sie relativ unkompliziert, weil Geld hat eigentlich quasi jeder auf dem Bankkonto und du musst aber nur eine Transaktion machen oder eine Überweisung machen und schon kannst du die Token kaufen. Da waren wir auch überrascht, weil wir im Crypto-Space mit dem Community-Building angefangen haben und wir uns gedacht haben, da wird jeder mit Kryptos, in unserem Fall hat mit Bitcoin bezahlen. Und das hat sich dann so verselbstständigt, weil einer hat dann mal gefragt, können wir Fiat-Zahlungen auch machen? Ich sagte, ja, können wir prinzipiell annehmen, weil die Partnerbank das mitmacht und weil die uns gut kennen und sagen, das passt alles, ja, das hat Hand und Fuß, sonst würde das ja überhaupt nicht funktionieren, dass du hier Tokens für Fiat verkaufst. Und dann hat das ja halt gleich die Wunde gemacht und dann wollten ganz viele mit Fiat bezahlen. Ich finde das nicht schlimm, also das ist nicht, dass uns das stört, das ist ein bisschen mehr Aufwand, weil wir da viel händisch jetzt noch verbuchen müssen, weil wir gar nicht darauf eingestellt waren. Und jetzt mit Renegade Pay, das integrierst du auf deine Plattform und dann das ist ein kleines Widget, das machst du auf deine Webseite und dann sieht der Kunde, ah, Renegade Pay, klickt drauf, dann kommt ein QR-Code und dann kann er mit der Handy-App abscannen und schon ist sein Bankkonto mit diesem Projekt verbunden. Ich spreche vom IBAN-Bankkonto, ja. Und dann muss er nur noch Fiat, also Euro in unserem Fall, auf sein Bankkonto haben und kann Coins kaufen. Das ist natürlich sensationell, weil somit holen wir auch Leute in diesen Space, die sagen, boah, cool, ich finde das Projekt, ich verstehe das Projekt, ich finde das cool, ja. Ich würde gerne investieren, habe aber mit Kryptos vielleicht noch nichts zu tun. Ja, viel Spaß, dem mal zu erklären, ja, wie das alles funktioniert, wie er dann sozusagen seine Euros in welche Kryptowährung auch immer das Projekt annimmt, umtauscht. Dann erstens braucht er mal eine Exchange, dann muss er sich dort auch noch anmelden, dann muss er noch ein KYC machen, dann muss er Geld hinschicken, dann muss er es umwechseln, dann muss er es zum Projekt schicken. Also es ist so eine hohe Eintrittsbarriere, dass der wahrscheinlich sagen wird, ja, cooles Projekt, aber das ist dann doch zu viel Arbeit und nee, ist nichts. Und bei uns ist es ganz anders. Der scannt es ab, fertig, sagt, cool, 500 Euro in dieses Projekt und zack, das ist in einer Minute erledigt. Vorausgesetzt, er hat einen Renegade-Account. Wenn er den nicht hat, muss er ihn auch eröffnen. Das ist klar. Aber trotzdem, also das wird natürlich dann Projekt. Ich wäre froh, wenn wir das Tool jetzt schon bei uns hätten. Das wäre sensationell. Und das wird einfach auch so unser Flagship-Feature, das wirklich ein absoluter Game-Changer werden wird. Das merken wir schon. Wir kriegen ganz viele Anfragen von anderen Projekten bereits, die davon gehört haben. Und das ist dann, boah, cool, ich möchte das, sobald das live ist, bei uns einbauen. Und das bestätigt uns enorm, dass es da enormen Bedarf auch gibt in dieser Richtung. Okay, super. Ja, ich denke, das ist klar geworden. Ich habe natürlich eine Liste an Fragen, aber vielleicht ist es interessanter mal zu öffnen für die Community, ob irgendjemand direkt mal was loswerden möchte. Also wenn irgendwelche Fragen da sind, einfach unmuten und dann loslegen. Das aktuell nicht, das mache ich einfach mal weiter. Nee. Unterbrechen. Ja, super. Darf ich unterbrechen? Guten Abend, Daniel. Ich habe eine Frage. Ja, ich habe schon gewartet. Ja, ich wollte ja nicht vorgreifen. Also es gibt eine Frage, die hatte ich, die hatten auch andere. Die ist mir aber immer noch nicht ganz klar. Und zwar, ich habe ein Bankkonto. Das schließe ich mit euch ab oder direkt mit der Bank. Und was ist mir? Was es mir geht, ist, wenn zum Beispiel irgendwas ist, ich kann mir die Bank das Konto sperren, sperrt ihr mir das? Oder muss ich, wenn ich eine Nachweispflicht über ein Einkommen brauche, reicht es bei euch ein oder bei der Bank? Das ist mir noch nicht hundertprozentig klar, wie das genau funktionieren sollte. Es ist so, dass du als Kunde das Gefühl bei uns einreichst.
Wir sind im Hintergrund über APIs mit unserer Partnerbank verbunden. Der einzige Punkt, an dem du sehen willst, dass wir eine eigene Banklizenz haben, ist der BIC. Weil aus dem BIC kannst du in der Regel so ein bisschen ablesen, der deutet sogar auf den Firmennamen hin. Da siehst du, dass es nicht zu Renegade passen kann. Natürlich macht im Hintergrund alles die Partnerbank. Wir als Renegade können weder Konten sperren, schließen noch sonst was. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Wir können auch keine Bewertungen vornehmen, ob du jetzt ein Proof of Fund brauchst oder nicht. Das macht alles die Partnerbank im Hintergrund. Wir sind das optische Frontend, sozusagen die App, über die das verwaltet wird. So kannst du dir das vielleicht vorstellen. Wenn du dann etwas einreichen musst bei der Bank, also bei uns, dann reichst du das quasi, ich sage wieder gefühlt, bei uns ein, aber was tatsächlich technisch passiert, du reichst es da über unsere App ein, aber die App schickt das einfach nahtlos an unsere Partnerbank weiter und die werden das dann bearbeiten, die geben uns das Feedback dann wieder zurück und unsere App sagt dir dann quasi, was ist das Ergebnis, wenn es darum geht, dass du irgendwie irgendwas einreichen musst, ja, dass sie dann sagen, ja, passt, passt nicht. Ja, Darf ich dazu was so fragen? funktioniert das. Ja, Darf ich klar. dazu was? Also angenommen, ich hätte jetzt einen Bitcoin in meiner Wallet und angenommen, in 10 Jahren Genau. wäre ein Bitcoin 1 Million wert. Kann ich den dann Ja. auf mein Fiat-Konto übertragen? Oder muss ich dann, also kennt die Bank meine Kryptobestände zum Beispiel? Hat die da Zugriff drauf? Hat die Ja. irgendwas? Oder ist das Genau. total getrennt? Das ist total getrennt. Die Bank hat keinen Zugriff auf deine Kryptobestände und die Crypto Exchange hat keinen Zugriff auf dein Bankkonto. Das sind ganz klar die Schnittstelle wir. Wir tun da hin und her tauschen quasi, die Daten weiterleiten, die benötigt werden. Natürlich, wenn du jetzt heute einen Bitcoin kaufst, ja, sagen wir mal, du überweist jetzt 16.000 Euro auf dein Renegade-Konto, kaufst damit einen Bitcoin und lass den 10 Jahre liegen. Und in 10 Jahren ist der Bitcoin 1 Million Euro wert, dann wirst du das ohne Probleme bei der Bank auscashen können. Genau darum ging es mir. Kann ich Vorausgesetzt, das dann auf das Konto dieser übertragen, das Bitcoin dann auf bleibt mein auch Konto? tatsächlich liegen, ja. Wenn du es natürlich hergehst und den wieder umtauschst und dann vielleicht wieder auf eine DEX schickst und von der DEX zu PancakeSwap, also das ist auch eine DEX, aber und dann bei PancakeSwap das in den Liquidity Pool hineinsteckst und dort, weißt du, ich meine, je mehr du hin und her schickst, je mehr du irgendwelche DeFi-Protokolle verwendest, desto schwieriger wird es für dich nachzuweisen, wo kommt das Geld. So einfach ist es eigentlich. Wenn du natürlich den einmal kaufst und liegen lässt, ja, dann ist es ja das Einfachste auf der Welt zu beweisen. Hier, ich habe den vor 10 Jahren gekauft für 16.000 Euro. Hier ist der Kaufbeleg. Ja, ich habe sogar das Renegade-Konto abgewickelt. 10 Jahre später ist er 1 Milliarde, 1 Milliarde, das wäre schön, 1 Million Euro wert. Dann kannst du das, also kann ich dir garantieren, zu ohne Probleme in Fiat umtauschen. Genau Es das wird wollte ich hören. tatsächlich, es wird natürlich schon eine Nachfrage von der Bank kommen und sagen, oh, wo ist denn das eine Krypto, das eine Bitcoin her? Dann kannst du einfach nur sagen, schaut's mal 10 Jahre zurück, ja, ich habe den gekauft, dann schickst du denen noch die Wallet, dann können sie selber hineinschauen, dass in dieser Zeit keine Transaktionen stattgefunden haben und dann ist die Sache erledigt. Und dann wird das in Fiat umgetauscht. Perfekt, vielen Dank. Genau das wollte ich wissen. Also ich halte es dann auf Super. der Wallet und in 10 Jahren kann ich das dann auscashen, je nachdem, wie der Ja, Kurs ist. Und Proof genau. of Funds ist ja dann eure Wallet direkt. Dann würde Genau. ich keine Probleme erwarten. Nein, erwarten nicht keine Probleme, weil du kannst ja belegen, dass du den vor 10 Jahren zu dem Kurs X gekauft hast. Du hast ihn nie getradet, nie bewegt. Und jetzt ist es halt 1 Million Euro wert. Dann ist das überhaupt kein Problem. Und ich hoffe, wenn das dann der Fall wird, dann ladest du mich zu einer fetten Party ein. Definitiv natürlich. Aber ich bräuchte Ja. erstmal den Bitcoin und dann, Ah, ich arbeite noch dran. gut. Ja. Danke dir. Danke dir. Ja, bitte. Also ihr seid dann im Prinzip sozusagen wie Lieferando, nur für eben das Bankenwesen. Das heißt, ihr habt keine eigene Küche, sondern ihr Ja. vermittelt einfach. Okay. Genau. Absolut. Das ist auch aus unserer Zukunft, aus unserer Sicht so ein bisschen ein Zukunftsmodell, dass du eine Plattform baust. Das machen sehr viele große Tech-Konzerne. Amazon zum Beispiel ist ein ganz klassisches Beispiel. Mittlerweile haben sie natürlich auch ihre eigenen Fulfillment Centers und, aber vom Prinzip her
Weil das die Idee, dass die sozusagen nur vermitteln, oder Lieferanten, Uber zum Beispiel, Flixbus, ganz Paradebeispiel, die besitzen ganz genau einen Bus, soweit ich weiß, der steht vor der Firmenzentrale. Und das hat einen Hintergrund, dass die halt einen Bus besitzen müssen, aus wegen irgendeinem Gesetz. Und sonst tun die nur Busfahrten vermitteln. So machen wir es momentan auch. Das ist momentan, wie Renegade funktionieren wird am Anfang. Natürlich ist unser großes Ziel in ein paar Jahren, da reden wir jetzt von einem Zeithorizont von 5 Jahren plus, eine eigene Banklizenz zu bekommen. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg noch, mit 1 Million Arbeitsstunden wahrscheinlich und brauchen wir Massivkapital. Da haben wir einen sehr langen Weg vor uns, aber das ist unser ganz, ganz großer Milestone, auf den wir dann hinarbeiten. Ich bin mir sicher, das wird uns gelingen. Darf ich Alles eine klar. Anschlussfrage stellen? Bitte. Wenn du sagst, ihr plant eine eigene Banklizenz, also dass ihr irgendwann Ja. die Bank seid, wenn ich dann den Bitcoin Genau. hätte, 10 Jahre lang, dann wäre es ja direkt bei euch, dann müsste ich ja gar kein Proof of Funds haben, weil ihr habt ja Zugriff auf meine Wallet bzw. auf mein Genau. Konto. Ja, dann in dem Fall ist es natürlich, dann stellt sich das, wenn du von diesem Szenario dann ausgehst, dass wir bis in 10 Jahren schon unsere Banklizenz haben, dann sehen wir das sowieso. Und dann bis dorthin werden wir auch eine eigene Exchange betreiben und dann haben wir alle Daten sozusagen wirklich bei uns. Dann ist es überhaupt kein Problem, dann sehen wir das und dann kannst du den auch ohne Proof of Funds tatsächlich auscashen. Noch eine kleine Frage. Die Ja. Intergiro, gibt es da eine Laufzeit für die Bank oder ist es unendlich oder gibt es da irgendwas zu beachten? Wie läuft Mit sowas? unserer Kooperation. Ja. Also, wir haben es mit dem Vertrag, der ist, da hat keine Laufzeit, das ist unbeschränkt. Und ja, solange wir mit denen zusammenarbeiten, arbeiten wir mit denen zusammen. InterGiro hat übrigens diese jetzt erst gerade vor ein paar Wochen einen Award gewonnen als heißestes Fintech von Europa. Die sind selber noch ein Fintech. Und die sagen aber auch ganz klar, die sehen Renegade auch als Chance für sich selber zu wachsen. Die haben sich das Projekt ganz genau angeschaut und die finden das sensationell und die sagen, hey cool, wir wollen unbedingt mit euch zusammenarbeiten, weil es so ein revolutionäres Produkt ist. Und die sehen es als Chance, mit uns auch groß zu werden. Denen ist auch klar, dass wir irgendwann eine eigene Banklizenz haben wollen. Also das ist nicht das Problem und bis dorthin ist es eine gemeinsame Reise mit InterGiro. Super, danke. Für mich als Investor ist natürlich immer die Frage, wie werdet ihr Geld verdienen? Weil letztendlich geht es ja darum, dass auch ihr Geld machen müsst. Genau. Wir bekommen natürlich InterGiro verdient natürlich als klassische Bank Geld. Davon, wir bringen ja die Kunden sozusagen, davon bekommen wir einen Anteil ab. Das ist ein Revenue Stream von uns. Dann haben wir natürlich noch das Crypto Exchanging. Wir betreiben ja auch eine Exchange dann in unserer App. Das ist hochlukrativ. Und da ist natürlich im Hintergrund, macht das eine White Label Exchange, also du gibst eine White Label Solution, das macht eine andere Exchange für uns, aber das läuft über unsere App und wir bekommen natürlich auch einen Teil davon ab. Das ist dann Punkt 2. Dann haben wir noch das Lending, also Micro-Lending, das ist auch ein Revenue-Stream. Da verdienen wir auch was. Das sind jetzt so mal die drei großen Revenue-Streams, die wir am Anfang haben. Und die sind gar nicht so wenig. Bei jeder Kreditkartenzahlung verdienen wir was mit. Ja. Ein Anteil davon, das ist, ja, da kommt einiges zusammen. Ja, okay, verstehe. Gibt es noch andere Fragen? Sonst mache ich mit meiner Liste weiter. Eine Frage noch. Ja? Wenn ihr mit einer Exchange zusammenarbeitet Ja. und ich mache ja KYC bei euch, kriegt diese Exchange auch mein KYC, meine Daten oder läuft es getrennt davon ab? Nein, die kriegt deine Daten nicht. Also die verbleiben bei euch und bei der Bank. Genau. Perfekt. Danke. Ja. Dann vielleicht noch von mir. Im Augenblick ist ja der Hype um die Founder Card groß und ja, aus gutem Ja, Grund auch. genau.
Da sind wir jetzt wahrscheinlich, glaube ich, irgendwo, ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist, so bei 100, 120, die noch da sind. Ja, so plus minus, genau. Was plant ihr? Was ist das nächste große Ding danach? Weil die Kunst ist ja so ein bisschen, ne, den Hype zu Ja, machen und idealerweise zu halten. genau. Ja, es ist so, dass jetzt dann in relativ knapp, also in absehbarer Zeit, die App rauskommt. Ah ja. Jetzt geht es nächste Woche los. Ich habe heute schon ein Video hochgeladen in meinem im Renegade, in meinem Channel, sag ich schon, im Renegade. Ja, so fühlt sich halt an, oder das ist so mein Baby. Und im Channel, und da habe ich mich zweimal verplappert. Jedenfalls, es kommt, ich habe ihn trotzdem hochgeladen, mir ist das wurscht. Die Leute sollen es ruhig wissen. Es geht jetzt ganz großflächig auch mit BTC Echo los. Auch auf die App, auf den App Launch hin, dass wir da ein bisschen Brand Awareness aufbauen. Und ich muss sagen, wir gehen dann einfach davon aus, also wenn einmal die App draußen ist und dann die Leute sehen, wir sind immer noch im Public Sale und sie können den Token immer noch für einen Discount kaufen, dann werden die auch ziemlich, da wird ein ziemlicher Hype drum entstehen. Ich habe heute noch gesagt, wir haben es schon, es ist sensationell. Wir haben 500, jetzt glaube ich bald 560 Member in unserem Telegram-Channel im Deutschen, organisch gewachsen, innerhalb von 2 Wochen, ja, plus minus. Krass. Extrem aktive Community. Wir haben ganz positive Stimmung immer im Channel. Das finde ich total toll. Ich liebe das, immer die Nachrichten zu lesen. Das ist ganz cool. Und deswegen sagen wir, also gehen wir davon aus, oder sind uns ziemlich sicher, wenn es das mit BTC Echo losgeht, auch wenn die Founders-Karten dann weg sind. Es wird sicherlich dann vielleicht nochmal eine Aktion geben. Da möchte ich jetzt noch gar nicht vorgreifen. Wir sind dann noch so ein bisschen am Austüfteln. So, es geht auch das letzte Licht hier aus. Ich glaube, ich muss echt mal kurz aufstellen. Aber es ist eh noch hell genug, dank dem Ringlicht, das ich extra noch gekauft habe. Und ja, sobald es mit BTC Echo losgeht, und dann kommt die App, die Leute sehen, oh wow, tatsächlich, ich kann ein Bankkonto dort eröffnen, es wird eine Kreditkarte verschickt, aber die Token gibt es noch im Public Sale zum Ja. Discount. Also da, wenn da kein entsteht und wenn da kein Buy Pressure entsteht, dann weiß ich auch nicht mehr. Das Listing ist ja auch schon fix. Wir wissen, wir können bei Bitmart listen. Es gibt keine Tier 1 Exchange, aber ich habe von ganz vielen anderen Projekten gehört, dass man auf einer Tier 2 Exchange super, super starten kann, super launchen kann. Bitmart hat ein Handelsvolumen von über 1 Milliarde in 24 Stunden. Das ist auch schon mal ziemlich gut. Da ist Ja. ordentlich Liquidity vorhanden. Und ja, so wird es ausschauen, und wir haben einen Listingpreis von 10 Cent, verkaufen jetzt momentan noch im Public Sale für 5 Cent. Und ich glaube, da wird es ordentlich rund gehen. Und dann eben haben wir noch eine große andere Marketingagentur, die für uns dann noch ganzes Social Media Marketing übernimmt. Haben dann morgen schon wieder den nächsten Call, da wird es ziemlich jetzt spannend. Und jetzt arbeiten wir mit denen schon die komplette Marketingstrategie aus. Ich nehme mal an, dass wir schon im Januar dann auch auf den App-Launch hinten loslegen. Und dann wird es relativ schnell gehen, dass wir einen relativ hohen Bekanntheitsgrad erreichen. Okay, Wir passt. haben, ja, es ist natürlich so, dass wir auch aus diesem Telegram-Space, das war unser Start, der extrem gut geklappt. Wir konnten uns jetzt schon eine sensationell gute Community aufbauen. Und aber irgendwann ist auch Telegram erschöpft. Und wir wollen das Projekt ja groß machen. Das ist ja im Interesse von uns allen, dass wir was bewegen können. Und deswegen müssen wir irgendwann auch sozusagen den nächsten Schritt gehen, aus diesem Telegram-Space rauswachsen und in die ganz klassische Social-Media-Marketing-Schiene reingehen, Influencern zusammenarbeiten. Das ist auch Teil davon. Unsere Marketingagentur ist sehr gut vernetzt, auch wenn es jetzt für ganz traditionelle Medien gilt, sprich Print, Fernsehen. Das wird dann eventuell auch kommen, nicht eventuell, das wird dann kommen. Wir sind, apropos Print, darf ich glaube ich auch schon verraten. Es wird einen Artikel auch geben im BTC Echo Magazin. Das ist ein Print-Magazin. Da kommt über uns ein ganz cooler Artikel in der Januar-Ausgabe. Und also da geht es jetzt wirklich los. Über kurz oder lang sagen wir, wenn du Deutsch sprichst, im Crypto-Space beheimatet bist, dann wirst du an uns, dass du dann in 3 Monaten von uns noch gar nichts gehört hast, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Das ist doch mal eine Ansage. Damit kann man doch arbeiten. Sehr gut. Ja, nein, auch, ja, auf jeden Fall. Nochmal zu dem Thema Founders Card. Das sind ja wirklich gute Konditionen, also 8% Cashback und Ja, etliche Perks. genau. Habt ihr mal Ja. so überschlagen, was rechnet ihr damit? Was sind so die Kosten, die euch das pro Monat oder pro Jahr erzeugen wird? Also, ich weiß, es ist eine Frage, was die Leute immer sehr bewegt. Die Leute, unsere Community macht, vielleicht nicht unsere Community, die haben das schon verstanden, aber neue Leute, die neu zu dem Projekt kommen und sagen, oh mein Gott, 8%, wie soll denn das jemals funktionieren? Und blenden total aus, wir reden von 500k Ja. und private Erfolge, jeder, der 350.000 Euro schlägt. Ja, wie viele Leute werden das sein? Werden nicht besonders viele sein. Und dann, die Leute rechnen dann alle Karten, also quasi, ah, jetzt bewege ich mich hier, das geht jetzt nicht mehr. Dann rechnen die plötzlich mit allen, dass alle Karten 8% Cashback. Das haben natürlich nicht alle Karten 8% Cashback. Wenn man sich die Liste anschaut, realistischerweise werden wir uns zwischen 1, 2, vielleicht 3, zwischen, wenn du den Mittelmaß nimmst, werden wir uns vielleicht sogar irgendwo bei plus minus 2% Cashback bewegen. Und das ist dann schon sehr realistisch. Die 500 Karten, wenn wir sagen, jeder von diesen 500 Karten gibt 1000 Euro über die Karte jeden Monat aus, dann kommen wir aus einem Cashback von 40.000 Euro im Monat, dass wir in unseren eigenen Tokens ausgeben. Das ist natürlich absolut zu stemmen, dass da reden wir jetzt. Wenn du das Ganze skalierst, ja, und wir hoffen ja, wir haben dann vielleicht Ende des Jahres 100.000 User plus und danach für die 500. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das muss den Leuten ganz klar, muss den Leuten klar sein. Macht's nicht den Fehler, dass ihr sagt, 8%, wie soll das funktionieren? Das wird überhaupt nicht funktionieren. Und dann tun die so, als wäre das für alle Karten verfügbar. Die anderen auch, ich lese das ganz oft im Channel. Ja, und wenn ich ein Auto damit kaufe, okay, wenn du die Kohle Cash hast und über die Kreditkarte ein Auto kaufst, dann ist es halt so. Wenn du einen Händler findest, der überhaupt das Auto per Kreditkartenzahlung verkauft, ja, weil da zahlt er ganz schön Gebühren. Da wird sich vielleicht für dich der Cashback eh nicht mehr rechnen. Also die Leute kommen dann mit den wildesten Ideen und ich höre das dann immer wieder an die Leute und im Team auch, wir das diskutieren immer an die Leute, überlegen schon, wie können sie den Cashback ausnutzen. Das ist auch ganz klare Ansage von uns. Die Leute sind erfinderisch. Wir kennen schon ganz viele Modelle, die wir von vornherein ausschließen werden. Dass du zum Beispiel andere Token mit der Kreditkarte kaufst, ja, und dann schickst du einfach nur noch das Ganze in den Kreis und generierst Ja. Cashback ohne Ende. Das ist natürlich vom Cashback ausgeschlossen. Und wenn wir dann halt solche neuen Modelle finden, dann werden wir das halt auch ausschließen, ja, dann geht es halt einfach nicht mehr. Und dann gibt es halt auf diese Zahlungen kein Cashback mehr. Ja, ich glaube Und auch super ja. wichtig, dass man das nochmal anspricht, weil natürlich, du hast es ja natürlich jetzt ganz klar gemacht, nochmal, diese 8% bezieht sich eben auf diese 500 Karten. Und ja, Genau. es werden nicht tausende Leute bei euch 350.000 Dollar staken. Und wenn das so ist, dann seid ihr eh fein raus, dann ist es auch egal. Ich wollte das sagen. Ja, schön. Das wäre natürlich ein Traum-Szenario. Ja, alles klar. Okay, haben wir noch weitere Fragen? Hat noch irgendjemand was? Frage bitte. Ja? Du hast gerade von Gebühren geredet. Kannst du noch mal ganz genau sagen, welche Gebühren ich habe bei der Founders-Kreditkarte, wenn ich die mir holen würde? Also habe ich eine Jahresgebühr, eine monatliche Gebühr? Muss ich irgendwas decken, damit ich keine Gebühr habe, oder läuft das extra ab? Nee, bei der Founders Edition Karte hast du natürlich, musst nicht staken, du hast dann auch keine Gebühren, um diese Karte zu bekommen. Das ist ja der Deal. Du kaufst jetzt für 1000 Euro Renegade Token und bekommst diese Founders Edition Karte ein Leben lang ohne Gebühren. Die kannst du ein Leben lang behalten. Auch wenn du dir deine 1000 Euro Renegade Tokens verkaufst, dann wirst du die Founders Edition Karte nicht verlieren. Und das ist halt wirklich ein tolles Angebot. Ja. Du hast da keine monatlichen Gebühren. Vielleicht bei dir werde ich mir noch überlegen. Vielleicht machen wir bei dir ein Spezialangebot. 1000 Euro im Monat. Oder Naja, was das sagst kann ich mir du? vorleisten. Mit einem Bitcoin, der 1 Million Euro wert ist, das Das ist kein ist, der Problem. Bitcoin war nur hypothetisch, den gibt es nicht so wirklich. Okay, Nicht im falschen dann Sinne. warten wir mit der Gebühr, bis der Bitcoin 1 Million wert ist. Ja, Da dann komme ich noch warte ich mal auf auch, dich bis Bitcoin eine zu. Million wert ist, bin ich dabei. Okay, Also das ist zumindest natürlich jetzt als mal. Ich nehme dich beim Wort, das ist aufgezeichnet. Das exakt, wurde das ist, aufgezeichnet. ist aufgenommen, Ich habe ein etwas sehr gutes hochgeladen. Gedächtnis. Ja. Also keine Gebühren, keine Jahresgebühr, keine monatliche Gebühr Nein, für die nein. Founders Für die Edition. Founders Edition natürlich nicht.
Für alle anderen, wenn du das jetzt verpackt, diese Aktion, dann kennt jeder, glaube ich, unsere Gebührentabelle, also unsere Staking-Tabelle, dann ist es um zu staken. Super, danke, Danke. dass du das nochmal adressiert hast. Benedikt, bitte. Genau. Wenn wir den Cashback sozusagen über RNG-Token zu Wert zu verhängen. Nee, ich habe irgendwie war die Verbindung weg. Also ich habe es nicht gehört. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also es war Cashback und RNG-Token, das habe ich verstanden, aber Das nicht habe den ich auch Zusammenhang. verstanden. Das war mal ganz kurz irgendwie unterbrochen. Vielleicht Benedikt, melde ich ich kann nur mich die zurück. Frage nochmal wiederholen oder hineintippen in den Chat. Okay, er schreibt im Chat gerade ja. Ah, ja, okay. So. Alles klar. Wenn in der Zwischenzeit jemand anderes was hat, können wir auch das erst adressieren. Vielleicht noch ganz kurz, wie viele User habt ihr im Augenblick? Wie viele Leute sind registriert? Kannst du da einen Überblick geben? Über 1000. Ah, das ist ordentlich. Ja. Also, wir wissen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass am Tag von unserem App-Launch, würde ich sagen, haben wir eine Downloadzahl fünfstellig. 10.000 Super. plus. Das ist so Dann. das Ziel, worauf wir hinarbeiten wollen. Super. Und ihr launcht wahrscheinlich Also. gleichzeitig auf iPhone und Android. Ja, das ist zeitgleich. Wir entwickeln Super. iOS und Android nativ, also native, was auch die bessere, die schönere Lösung ist. Es gäbe quasi noch die Lösung, das sozusagen einmal zu entwickeln und dann für beide Systeme sozusagen anzupassen oder so, wie sagt man, zu deployen, keine Ahnung. Aber wir machen das jeweils native, weil es einfach besser ist. Ja, das ist, ja. Weil die einfach beide Systeme sich doch unterscheiden und dann hast du weniger Bugs vielleicht und es funktioniert einfach sauberer. Ja, verstehe. Wir haben die Frage von Benedikt im Chat jetzt. Und zwar ist die Ah. Frage, gibt es einen Plan, wie der RNG-Token im Wert stabil bleibt oder idealerweise steigt, und zwar langfristig? Ja, also wir finden gute Use Cases für den Token. Das ist ganz wichtig. Ich höre immer, die Leute sagen immer, oh, Crypto.com hat es nicht geschafft, die 8% Cashback zu bezahlen oder überhaupt Cashback weiter zu bezahlen. Lustigerweise erwähnt dann niemand Binance, die es sehr wohl schaffen. Ja, das ist halt, Menschen lieben immer Negativnachrichten und das Gute blenden sie aus. Das hat eine ganz klare Unterschied. Also möchte ich auch eins dazu sagen, wir haben das mit dem Cashback nicht erfunden, wir haben das Rad nicht neu erfunden. Das ist relativ gleich, weil ihr das halt immer, das habe ich auch schon oft gehört, oh, das ist ja wie bei Crypto.com, das ist ja ein Scam, das ist ja genau das Gleiche. Ja, okay, das sind 8%, wir reden von einer Zahl, ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt irgendwie, wir sagen, wir haben 8% Cashback, also das ist halt nur mal so, ja, wir haben es halt auch 8% Cashback, das finden die Leute ganz gut. Aber trotzdem gibt es bei diesen zwei, zu dem mit Binance, Crypto.com, eine Unterscheidung. Die einen schaffen es, die anderen nicht. Weil halt aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, der Crow-Token nicht so den tollen Use Case hat und die BSC-Chain natürlich sich sehr wohl durchgesetzt hat und dann die BNB einen ganz anderen Use Case hat. Wir haben keine eigene Blockchain, aber unser Token hat einen super Use Case. Erstens, das ganz klassische, du kannst ihn staken, um Card Tiers zu bekommen. Du kannst ihn aber auch zum Beispiel in ein Loanbook hinein staken, ja, um dir ein passives Einkommen zu sichern. Da reden wir dann von 12 bis 14% im Jahr, was du da rausbekommst. Du wirst in den Liquidity Pools hineinstaken können. Und dann kommt immer noch, das erwähne ich auch immer ganz gerne, noch Tokenization of Assets ins Spiel. Und das wird für uns ein sehr spannendes Feld, weil wir eben traditionelles Banking und Kryptos in einer App verbunden haben. Und da tun sich plötzlich sehr, sehr viele Sachen auf. Ja, weil Tokenization of Assets ist einfach etwas, was man aus der realen Welt auf die Blockchain findet. Und da kommt dann sozusagen wieder ein Produkt aus unserer gewohnten realen Welt, sprich Traditional Banking, ganz gut an und das passt ganz gut ins Konzept. Und diese zwei Welten kann man dann dadurch sehr gut verbinden. Da wird unser Token auch eine sehr massive Rolle spielen. Deswegen sagen wir haben einen sehr guten Use Case und es wird
bestimmt nicht so der große Sell Pressure herrschen, wie es zum Beispiel bei Crypto.com, weil ich weiß, dass aus eigener Erfahrung war, habe das lange Zeit sehr gerne verwendet. Ich habe ein bisschen was an Cashback zusammenkommen lassen und habe dann einfach verkauft, weil was soll ich sonst mit dem Token großartig machen? Habe vielleicht noch auf einen guten Kurs gewartet. Aber sonst kannst du damit nichts anfangen und das wird bei uns halt definitiv anders laufen. Und da haben wir coole Use Cases. Wir werden natürlich noch an weiteren Use Cases arbeiten und vielleicht ergibt sich dann in der Zukunft nochmal was Neues. Und das ist uns bewusst, dass wir da ganz viel Arbeit hineinstecken müssen und daran arbeiten wir auch. Okay, super, Dankeschön. Gibt es noch eine weitere Frage von irgendjemandem? Wenn nicht, würde ich Danny nämlich so langsam auch entlassen. Ah, Jim hat noch was? Natürlich. Ich wollte eigentlich nur wissen, habe ich es richtig verstanden, es gibt die App, ich muss sie nicht benutzen, ich kann auch über die Webseite meine Bankgeschäfte machen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, tatsächlich. Ja, es kommt auch eine Webseite, es kommt eine neue Webseite zeitgleich mit dem App-Launch, komplett neu überarbeitet mit voller Banking-Integration. Und alles, was in der App launcht, also was wir für die App in der Roadmap haben, gilt ganz genauso für die Webseite. Also das ist quasi die Web-Spiegelung der App auf deinem Handy. Also ich kann beides benutzen, ich kann aber nur eins von beiden benutzen, je nachdem, wie mir das besser passt. Verstehe ich das richtig? Das ist egal, wie es dir besser passt. Wenn du die App auf dein Handy nicht, wir haben neulich mal irgendwo in der EME diesen Fall gehabt, der gesagt, ich habe überhaupt kein Mobiltelefon. Warte mal, das war doch Telegram. Wie kann denn Telegram? Ja, gut, über einen Desktop. Nein, es ist okay. Jedenfalls, es geht, wird irgendwie, scheint es zu funktionieren. Jedenfalls, ich habe gar kein Mobiltelefon. Ich möchte es nur über einen Browser verwenden. Ist überhaupt kein Problem. Ja, kannst du natürlich auch machen. Wenn du irgendwann sagst, ich möchte es auch in der App haben, dann kannst du die App runterladen. Natürlich muss man sagen, die meisten Leute werden über die App zu uns finden und das Ganze über die App eröffnen und dann vielleicht im Nachgang mal im Browser irgendwas nachschauen, wenn man irgendwelche Belege runterladen muss oder so. Aber es ist eben im Browser natürlich auch verfügbar. Die Browser-Variante wird dann wahrscheinlich eher noch an Relevanz gewinnen, wenn wir in Richtung Exchange gehen. Das dachten wir dann so im März, April, ja. Und dann natürlich niemand, wenn es jetzt jemand wirklich aktiv macht, dann wird der wahrscheinlich eher das über die Browser-Variante machen. Noch eine Frage zur Karte, wenn erlaubt ist? Ja, machen wir letzte Frage und dann lassen wir es. Ja, letzte Frage und dann ist Schluss. Ich möchte wieder in die Weihnachtsfeier, der Glühwein wartet. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die Feier war vorbei. Nein, Spaß. Ja, ich glaube, ich werde nach Hause fahren. Mit der Karte bekomme ich Netflix, Spotify und Amazon Prime gratis. Und dazu muss ich mit meiner Kreditkarte bezahlen und kriege den Gegenwert RNG. Das ist korrekt. Du musst natürlich dann bei Netflix, Spotify, Amazon Prime deine Founders Edition Karte als Zahlungsmethode hinterlegen. Sonst sehen wir ja die Zahlung gar nicht. Dann kommt bei der Karte keine Renegade-Transaktion, keine Netflix, Spotify oder Amazon Prime-Transaktion an und wir werden dir keinen Refund geben können. Das heißt, du musst einfach einmal die Kartendaten natürlich ändern und natürlich schauen, dass zu der Abbuchung auch ein Geld auf dem Konto ist oder auf die Kryptos in der Wallet und dann kriegst du automatisch dein Cashback. Ist das dann das Basispaket wahrscheinlich oder da gibt es ja verschiedene Pakete? Ja, das wird das Basispaket. Ja. Das ist das Basispaket, genau. Das refunden wir. Wenn du es halt hergehst und sagst, jetzt nehme ich das ganze teure Familienpaket mit keine Ahnung wie viel Usern und 4K und was weiß ich, dann wir refunden dann einfach das Basispaket. Dann die zwar auch die 2-3 Euro, die du halt mehr bezahlt, gibt es halt keinen Refund, ja. Okay, passt, danke. Auf die kriegst du dann vielleicht noch 8% Cashback. Ja, genau, ja, tatsächlich. Ja. Alles klar, dann entlassen wir dich jetzt zum Glühwein. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen was von der Weihnachtsfeier. Ja, ich bin schon relativ müde. Ich glaube, ich werde eher Richtung nach Hause fahren. Oder so. Ich werde mal die unsere zwei Founders Edition Cardholder mal da kurz durchrufen und schauen, ob die noch auf der Weihnachtsfeier sind oder nicht. Bis ich jetzt hier alles zusammengeräumt habe und im Auto bin, wird es eh auch schon 9 sein. Ich muss noch 2, 3 E-Mails machen. Ich glaube, ich werde nach Hause fahren. Muss ja morgen wieder fit sein.
Ja, irgendwann ist auch mal gut. Aber ja, ich bin schon seit 6:30 wieder wach. Aber ja, hat mich wirklich gefreut, hier zu sein. Und wenn noch Fragen sind, immer gerne bei uns melden. Ja, ich Und bedanke mich, dass du da warst. Super, war sicherlich sehr hilfreich für den einen oder anderen. Und ja. wir bleiben auf jeden Fall am Projekt natürlich dran, keine Frage. Genau. Okay, vielen Dank und schönen Abend noch in die Runde und ja, bis bald. Dankeschön, schönen Abend und für den Rest von euch Danke. auch schönen Abend. Ciao. Schönen Abend.